Willkommen zurück zu einem weiteren Part von The Legend of Zelda Twilight Princess HD und sehr wahrscheinlich zum letzten Part im ersten Dungeon, und zwar in dem Waldschrein. So, wir machen hier jetzt einfach mal direkt weiter. Wir brauchen jetzt erstmal einen Schlüssel. Ich glaube, ich bin auf der falschen Seite. Ich brauche jetzt erstmal einen Schlüssel, um hier rechts durch diese Tür zu kommen. Wo sich der befindet, das werden wir jetzt erstmal herausfinden. Es gibt hier jetzt nämlich einen Raum, in dem sich die ganzen gesammelten Affen hier rechts auf der Seite befinden. Und in diesem Raum müsste es hoffentlich auch den nächsten Schlüssel geben, den ich benötige. So, wir gehen hier einfach mal rüber und benutzen unseren, ja, Boomerang-Wind, so gesehen, um hier einfach mal rüber zu kommen. Also das Ding macht uns echt flexibel, vor allen Dingen in diesem Dungeon. Das Ding ist einfach so, wir gehen hier hoch und auf einmal haut uns dieses Teil hier runter. Vielen, vielen Dank für diese nette Begrüßung, Herr Kobold, Moblin, Boblin. Wie auch immer, schreibt es gerne in die Kommentare, damit ich jetzt nicht mehr immer alles verwechsle. Oh Gott, da ist ja eine Spinne. Die mache ich lieber erstmal vorher weg. Einfach aus dem Grund, dann können wir da unbeschadet hoch und müssen nicht 3000 Mal anhalten, um irgendwie, ja, nicht gesehen zu werden von den Teilen und angegriffen zu werden. Wenn wir von denen getroffen werden, fliegt man dann eigentlich runter oder ist das denn nur so, dass man, ja, dass man einfach halt nur ein paar Leben abgezogen bekommt und mehr nicht? Würde mich mal interessieren. Falls ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Also ich bin echt auf eure Kommentare angewiesen. Vor allem bei diesem Spiel, weil ich habe Twilight Princess, glaube ich, nur zweimal durchgespielt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Deswegen hatte ich ja auch eigentlich nur Bock, das Spiel nochmal durchzuspielen. Ihr wisst ja, wenn ich mal eine längere Zeit nicht so ein Spiel gespielt habe und das dann Let's Play, dann heißt es einfach, dass ich es eine längere Zeit nicht gespielt habe, weil ich es gerne nochmal so spielen würde. So, okay, hier gibt es zum Glück kein Schloss vor, deswegen können wir hier einfach durch und wir sehen auch, das seht ihr jetzt leider nicht, es gibt hier nämlich noch eine Truhe auf der linken Seite. Genau das Teil da. Und hoffentlich ist da auch der Schlüssel. Würde mich jetzt nicht so freuen, wenn das Teil da nicht wäre, aber wenn nicht, dann ist es natürlich auch nicht so schlimm. Ach ja, was ich euch noch gar nicht gezeigt habe, es gibt nämlich jetzt, dadurch, dass wir den Boomerang haben, gibt es jetzt einen Trick. Wir können einfach den Boomerang nutzen, wie gesagt, auf etwas anvisieren, zum Beispiel jetzt die Bomben und dann auf irgendetwas anderen. Und dann können wir es loslassen und die Bombe fliegt einfach mal gegen den Stein. Also es ist echt ein cooles Gimmick. Vor allem, wenn man, ja, zu faul ist, das Teil in die Hand zu nehmen und insgesamt, es bringt einen eigentlich nur Vorteile. So, werfen wir das einfach mal da rein in diese Pflanze und dann können wir uns die schöne Truhe krallen. Ich denke einfach mal, dass da, ja, da müsste schon ein Schlüssel drin sein. Wenn nicht, dann bin ich ein bisschen aufgeschmissen. Wir schauen einfach mal. Es ist ja jetzt eine etwas bessere Truhe und wir haben den Schlüssel. Okay, für die nächste Tür und auch, ja, für die Tür, in der noch ein Affe sich befindet. Das sehen wir ja glücklicherweise jetzt auch auf der Karte. Tut mir leid, falls ich mich jetzt kurz komisch angehört hatte, weil ich mich kratzen musste. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Hier sind jetzt noch welche von diesen Pflanzen. Die könnten wir eigentlich auch mit dem Boomerang runterholen. Das wäre, glaube ich, sogar schlauer. Und ich höre auch gerade, dass hier irgendwo in der Nähe ein Affe ist. Auf der Karte sagt er, dass er hier vorne direkt ist. Ach so. Ja, anscheinend müssen wir das jetzt kaputt machen. Und dahinter wird dann direkt der Affe sein. Ich hatte jetzt gedacht, hier geht's noch direkt noch weiter. Dann irre ich mich. Dann ist es vielleicht ein anderer Dungeon aus einem anderen Spiel oder es war hier sogar. Vielleicht geht's dahinter ja auch weiter. So, nehmen wir das Teil erstmal in die Hand. Zum Glück. Oh Gott, nein! Nein! Was tue ich denn jetzt schon wieder? Ach ja. Ach, Herr Jemine. So, nehmen wir das jetzt nochmal in die Hand. Vielleicht explodiert es ja sogar vorher. Zum Glück nicht. Okay. Und jetzt werfen wir es. Ich muss halt erst in die Steuerung mit den Bomben und alles reinkommen. Tut mir leid, aber ich hoffe, ihr akzeptiert das. Kann ich jetzt bisher auch noch nichts dran ändern. Aber das wird sich auch auf jeden Fall ändern. Und bis dahin machen wir erstmal so. Hoffentlich weiter und ihr akzeptiert und nimmt es auch einfach mal so hin. So.
Okay, lassen wir uns hier runter? Nee, wir springen auch nicht, doch nicht. Wir lassen uns hier doch runter. So, okay, weiter geht's im Text. Wir brauchen noch einen einzigen. Einen einzigen oder zwei? Wie viele brauchen wir noch? Da ist noch eine freie Fläche, also müsste es auch nur noch ein einziger Affe sein, den wir benötigen. So, jetzt einfach mal hier rüber. Und dann... Oh Gott, ich hätte da zweimal drauf drücken müssen, glaube ich. Oder wäre dann nichts passiert? Ich weiß es nicht. Man muss es ausprobieren, um es zu wissen. Aber jetzt müssen wir einfach mal nach rechts. Und dann sind wir direkt in der letzten... Ja, in dem letzten Raum, wo es überhaupt einen Affen gibt. So. Einfach mal anvisieren. Und dann rauf da. Und dann wieder anvisieren. Also ihr kennt das Prozedere. Ich kenne das auch. Deswegen, das ist nichts Neues mehr für uns. Wir können ja auch einfach weiter. Und dann sind wir in diesen Raum, den wir noch nicht betreten haben. Hier links scheint es anscheinend auch weiter zu gehen irgendwie. Scheint es noch einen Weg zu geben. Wie dem auch sei, wir werden jetzt erstmal... Oh Gott, nein, nicht darauf die Platten. Wir werden jetzt... Oh Gott, auch nicht. Wir werden jetzt erstmal die Platten hier alle hochjagen. Einfach, damit die uns hier nicht so nerven. Zack, zack, zack. Einfach überall hier hin markieren, damit die ganzen Viecher hier hochfliegen. Und wir sie einfach alle angreifen können. So, zack, zack und zack und zack. Drei Stück sind es, glaube ich. Hoffen wir es mal, dass es nur drei waren. Wenn nicht, ist es nun mal so, dann müssen wir halt leider noch einen ausmerzen und auslöschen. Das wird dann aber auch kein Problem sein. So! Okay, hier gibt es auf jeden Fall nichts mehr zu sehen. Aber hier. Hier geht es nämlich auch weiter. Damit wir überhaupt ein Stückchen weiter kommen. Also wir müssen hier durch. Aber ich gucke lieber nochmal nach, ob es hier irgendwas gab, was ich vergessen habe. Vielleicht oben oder so. Kann ja immer gut sein. Wir kommen gleich nach oben. Toll. Ach nee, das ist der Raum, den ich meinte, wo ich eben gesagt hatte, hey, ich dachte, hier geht's noch weiter. Das ist der. Okay, da kann man sich auf jeden Fall auch mal irren, wenn man das Spiel lange nicht mehr gespielt hat. Also Twilight Princess ist echt kein schlechtes Spiel. Sonst würde ich es ja auch nicht let's playen. Also, wie gesagt, ich spiele auch manchmal schlechte Spiele, aber hauptsächlich eigentlich gute. Das liegt natürlich auch meistens im Blickwinkel des Betrachters. Also ist auch meistens eigentlich objektiv, ob das Spiel jetzt gut ist oder nicht. Deswegen, ja, denke ich mal, ist für mich zum Beispiel so ein Wario World ist eigentlich auch ein nettes Spiel. Jetzt nicht das Beste ungefähr, aber für euch zum Beispiel vielleicht, für den einen oder anderen mag das jetzt auch ein schlechtes Spiel sein. Das weiß man ja nicht. Jeder sieht Spiele immer ganz anders. Und ja. Wie gesagt. Also ich hoffe, wir sind uns hier einig, dass es vielleicht so sein wird, dass ich mehr Spaß an dem Spiel habe und ihr mehr Spaß an dem Spiel. Deswegen kann es auch häufiger sein, wenn ihr mir irgendwie so Spiele vorschlägt, dass ich die dann nicht spielen werde oder let's playen werde, weil es für mich entweder kein Spiel ist, was ich gerne spiele, oder weil es ein Spiel ist, was ich, ja, was für mich nicht so ein Wiederspielwert hat. Und da haben wir den Stempel, den ersten Stempel erhalten. Ach ja, in dem Spiel gab es ja auch diese Stempel, die man für das Miiverse benutzen kann. Aber weil das Miiverse anscheinend ja bald abgeschafft werden soll, brauchen wir die eh nicht mehr, die Stempel. Und ja, die bringen halt eigentlich nichts mehr. So, und damit haben wir alle Affen und können nun einfach in diesen Raum und auch in diesen letzten Raum, der so eine riesige Tür hatte. So, und da sind wir bei den Affen. Freunde, die Affen haben sich einfach zu so einer riesen Liane gemacht und ich glaube, oh Gott, ich glaube, wir müssen den richtigen Moment abpassen und dann einfach rüberspringen und wir haben es geschafft, Freunde. So, gibt es hier jetzt noch eine Fee? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich weiß, jetzt nimmst du noch eine Fee mit oder sowas, aber Sicherheit geht vor, Leute.
Sicherheit geht vor. Ich weiß, ich habe gesagt, dass ich dieses Spiel eigentlich gerne ganz gechillt durchspielen möchte. Aber bei sowas kenne ich auch keinen Spaß. Wenn das Spiel echt zu leicht werden soll, das hat ja auch der Siggi geschrieben, dann sollte ich vielleicht sogar mal die Ganondorf-Amiibo nehmen. Also wenn ihr nicht wisst, was damit passiert, dann kriege ich doppelten Schaden. Also wenn ich jetzt im Hero-Mode wäre, glaube ich, dann würde ich halt vierfachen Schaden bekommen. Aber ja. Also das ist auf jeden Fall der Effekt von der Amiibo. Deswegen bringt sie ja eigentlich nicht den größten Bonus. Natürlich für die, die eine Challenge haben wollen, bringt es schon was. Du fängst eine Fee in der Flasche. Sie gibt dir Herzen, wenn du sie am nötigsten hast. Lege sie, ja okay. Also wenn wir sterben, für die Leute, die sie auch nicht kennen, dann kommt auf jeden Fall die Fee und belebt uns wieder. Und da sind wir bei dem Riesentor und wir öffnen es. Nachtschattenparasit Planta Inferna. Oder Planta Inferna. Ich denke mal, Planta Inferna ist so die Aussprache von diesem Boss. Und da müssen wir sehr... Oh Gott, nein! Da müssen wir anscheinend die Bomben nutzen und die vielleicht irgendwie gegen den Kopf schmettern von den Viechern. So denke ich mal, ist das hier gemeint. Und da hat die erste dieser beiden Pflanzen eine Bombe gefressen und haut jetzt einfach ab. Tschüss, okay. Und wie ihr sehen könnt, ist das Wasser anscheinend irgendwie vergiftet in irgendeiner Art. Und das ist natürlich nicht gut, wenn wir da jetzt irgendwie reingeraten sollten. Deswegen schauen wir einfach mal damit, dass wir da nicht irgendwie reinfallen. So, eigentlich ist der Boss nicht so schwer. Ihr seht schon. Oh Gott, das wollte ich gar nicht. Nein, weg da, bloß... Bloß stelle ich mich hier gerade auf jeden Fall doof an, weil ich irgendwie gerade absolut nicht mit der Steuerung klarkomme. Aber jetzt müssen wir beide erstmal ausgeschaltet haben. War's das schon? Nein, anscheinend ist noch so ein dritter Kopf dazugekommen, der so aussieht wie, ich weiß nicht, wie kann man es beschreiben, wie irgendwie eine Schlange oder sowas mit einem Auge als Zunge oder, was, hallo? Der Rotarsch-Pavian will uns anscheinend helfen. Und natürlich nehmen wir seine Hilfe an. Und greifen erstmal... Oh Gott, nein, nein, oh Gott. Ich wollte gerade sagen, greifen erstmal einen seiner Köpfe an von diesem Viech. Aber schwer gar nicht mal so gut. So, wir müssen jetzt erstmal warten, bis einer uns angreift von den beiden. Dann haben wir nämlich noch ein bisschen Zeit dazwischen. Nein, das war auch nicht so schlau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weg hier, weg hier. Was sagt Midna denn auf einmal? Was machst du denn? Das, was der Affe in der Hand hält, gibst du diesen fiesen Biest zu fressen? Ist das denn so schwer? Ja, ich mit meiner... mit meinen Skills und mit meiner Steuerung und mit meinen Problemen, da kann das ja mal passieren. So. Erstmal so und dann vielleicht auf das Teil. Geht das? Das müsste doch klappen, oder nicht? Zack. Und was passiert jetzt? Ich glaube, wir müssen gar nicht mal die Arme angreifen. Nur das. Und dann greifen wir an. Und Leute, hört euch diese epische Musik an. Wenn
dieses Ding angegriffen wird. Wenn wir das verletzen können. Oh mein Gott, was... Es spritzt jetzt so eine Säure. Absolut mies. Wie sollen wir denn da weglaufen? Okay, wir müssten gleich tot sein. Ich hoffe mal nicht, dass wir hier sterben. Das wäre ja eigentlich schon ziemlich peinlich. Deswegen holen wir uns hier erstmal Herzen. Wären wir jetzt im normalen Run, dann wären wir hier sehr wahrscheinlich schon gestorben. Wir hätten natürlich noch die Fee, aber wir hätten halt doppelten Schaden bekommen und somit wäre das jetzt fast so unser Aus gewesen. Ah, nein! Oh, eine Attacke! Bitte, das schaffst du noch. Bitte, bitte, bitte. Ey, wieso? Steuerung oder Boomerang, wieso hast du das einfach nicht auf dieses Viech gelenkt? Man weiß es nicht. Egal. So, laufen wir nochmal weg, visieren das an und jetzt habe ich so langsam den Dreh raus, habe ich so das Gefühl. Und zack, da liegt das Teil wieder und jetzt... Ratatatata. Diese Musik ist so cool. Ich mag sie. Wir haben den ersten Boss besiegt. Da fällt das Auge raus. Und wir haben einen Herzcontainer. Gut gemacht. Das ist es, was ich gesucht habe. Das Ding hier ist ein Schattenkristall. Die Lichtgeister nennen das wohl die dunkle Macht. Genau. Hat denn der Lichtgeist nicht gesagt, mit dieser dunklen Macht könnten wir irgendwie die Welt retten? Ob das wirklich so einfach ist und ob das hier wirklich reicht? Es gibt insgesamt drei Schattenkristalle, über die übrigen wissen bestimmt die anderen Lichtgeister Bescheid. Und wenn du die restlichen zwei hast, werde ich dir auch sagen, was es mit den Schattenkristallen eigentlich auf sich hat. Gib dir also Mühe, sie zu finden. Verschwenden wir also keine Zeit. Noch zwei gibt es. Gehen wir sie suchen. Aber vor nichts wie raus hier und den Herzcontainer von deinem geschlagenen Gegner, den solltest du mitnehmen. Alles klar, Midna, wir haben den ersten Boss des ersten Dungeons besiegt und erhalten auch somit den ersten Herzcontainer. Die Zahl deiner Herzen steigt um 1. Außerdem wird deine Gesundheit wiederhergestellt. Dankeschön! Und damit haben wir 4 Herzen und können jetzt auch zurück. Aber ich würde sagen, wir machen im nächsten Part weiter bei The Legend of Zelda Twilight Princess. Falls euch der Part gefallen hat, könnt ihr natürlich wie immer einen Daumen nach oben da lassen. Falls nicht, dann nicht. Oder vielleicht auch eine negative Bewertung. Man weiß es ja nicht. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.